Liebe Gemeinde, liebe Derendingerinnen und Derendinger, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wird's besser, wird's schlimmer? So fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Worte von Erich Kästner. Ich denke, sie passen sehr gut in diese Tage mit ihren ganzen Widersprüchen. Aus gutem Grund gibt es Menschen, die machen jetzt in diesen Tagen zugleich ihr Testament und planen bis 2021 Jahresende. Und da gibt es auf der einen Seite Menschen, die bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit eingespannt sind, im Gesundheitswesen, in der Pflege, in den Kassen von Supermärkten und viele andere mehr. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, besonders Senioren und Singles, die plötzlich ganz alleine in ihren vier Wänden sind, mit niemandem realen Kontakt haben, dankbar für die Möglichkeiten mit Telefon und Internet, sofern es geht. Und doch, sich persönlich zu sehen, ist etwas anderes. Und da gibt es auch die Unterschiede zwischen Menschen, die entsetzt sind, weil sie nicht in unbegrenzten Mengen Klopapier mitnehmen dürfen, und anderen, die Corona-Partys feiern. Zwei Wege möchte ich vorschlagen. Zu zwei Wegen möchte ich einladen. Und ich möchte Sie einladen, diese Wege miteinander zu verbinden. Realismus auf der einen Seite, Hoffnung auf der anderen. Und für diese beiden Wege möchte ich Sie einladen, auf zwei Texte aus der Bibel zu hören. Ganz realistisch, pragmatisch, Jeremia, wenn er sagt, suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Ausgerechnet zu der Stadt, in der die Israeliten in der damaligen Zeit im Exil waren. Und auf der anderen Seite der Kernsatz unseres heutigen Predigttextes. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Hier geht es um Hoffnung. Um eine Hoffnung, die weiterreicht als alles, was wir erleben. Und es gibt noch viel Dramatischeres. Hoffnung auf das Sein dürfen bei Gott. Darauf, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Darauf, dass er durch Jesus Christus alle unsere Tränen abwischen wird. Hoffnung, die weiterreicht als die Gräber dieser Welt. Und doch stehen gerade auch in der Passionszeit diese Orte des Leidens im Mittelpunkt. Weil Gott selbst Mensch geworden ist, in Jesus Christus unter uns war, Leid getragen hat und doch in der Auferstehung gezeigt hat, dass die Tür bei ihm offen ist. Wenn wir so zwei Wege versuchen miteinander zu verbinden, dann können wir zweierlei erreichen. Eine Hoffnung in dieser Welt, eine Hoffnung, die immer auch wieder ihre Grenzen hat, wird's besser, wird's schlimmer. Und auf der anderen Seite eine Hoffnung auf die kommende Welt Gottes, die uns niemand nehmen kann. Was ist eigentlich passiert? Eine Blase ist geplatzt, wie eine Seifenblase. Eine Blase, in die wir uns fest eingerichtet hatten, mit dem Gefühl, die äußeren Umstände sind ja sehr berechenbar und sicher. Das Gefühl der Sicherheit ist erst einmal etwas sehr Wichtiges. Es hilft uns, im Alltag zu leben. Es hilft uns, unsere Kräfte zu entfalten. Es hilft uns, Gutes zu tun. Es hilft uns, das Leben zu genießen. Es hilft uns, einfach da sein zu dürfen, ohne dass wir ständig das Radar kreisen lassen, woher die nächste Gefahr kommt. Doch wo dieses Gefühl der Sicherheit zur Blase wird, in der wir nicht mehr zulassen können, dass es auch ganz anders kommen kann, da wird es schwierig. Da ist es ein falscher Weg. Ein Weg,
der uns letztlich unfähig macht, auf Situationen angemessen zu reagieren. Doch es gibt auch jetzt gute Erfahrungen der Sicherheit. Mir gibt es ein Gefühl von Sicherheit, wenn ich höre, dass zum Beispiel die Fußballer von TVD Hilfe angeboten haben, dass der Schützenverein Hilfe angeboten hat. Wenn ich höre, wie viele einzelne Personen sagen, ja, wenn es brennt, springe ich mit ein, zum Beispiel bei der Neuauflage des Tafelladens in der Jugendform. Mir gibt es Sicherheit, wenn unsere Diakonin Andrea Keck, unser Diakon Volkmar Janke berichten, wie viele Menschen anbieten zu helfen. Vom Einkaufen bis hin zu regelmäßigen Kontakten und Ähnlichem. Natürlich immer im Rahmen des Möglichen. Und das von Menschen, die der Kirche sehr nahestehen, aber auch von Menschen, die wir gar nicht kennen. Herzlichen Dank bei dieser Gelegenheit. So wird Hoffnung sichtbar auf einem Weg, der realistisch ist. So wird deutlich, dass Menschen der Stadt Bestes suchen und dass sie so unterwegs sind auf dem Weg der Nächstenliebe, auf dem Weg der Nächstenliebe, die uns Jesus Christus so ans Herz gelegt hat, auf dem Weg der Nächstenliebe, für den er sogar bereit war, bis in den Tod hineinzugehen, nicht um dabei stehen zu bleiben, sondern um eine Hoffnung auf Auferstehung zu geben, die weiterreicht als unsere Welt, als unsere Ängste. Das ist Anlass zur Hoffnung. Das ist Wirklichkeit. Wirklichkeit ist aber auch dieser Satz, Leben ist immer lebensgefährlich. Und das war es auch schon, bevor die Blase geplatzt ist. Natürlich, die Generationen vor uns haben das anders erlebt, das Ende des Zweiten Weltkrieges und einige Jahre danach. Da war eher dieser Gedanke, du darfst dich auch mal sicher fühlen, sehr weit weg von den Menschen. Viele Menschen hatten nur ständig die Sorge, was passiert als nächstes, wie überlebe ich bis morgen? Bei uns hier in Deutschland, an vielen Orten der Welt. Und an vielen Orten der Erde, da sieht es bis heute genauso aus, wenn wir an den Sudan denken, wenn wir an Syrien denken, wenn wir an die vielen Orte denken, wo Krieg und Gewalt herrschen, wo Hunger etwas ganz Reales ist. Aber auch bevor jetzt unsere Blase geplatzt ist, war unser Leben teilweise sehr in Gefahr, nicht nur das von uns Einzelnen. Zum Beispiel am 26. September 1983. In der damaligen Sowjetunion löste ein Raketenwarnsystem einen Fehlalarm aus. Nur einem einzelnen verantwortungsbewussten Mann, der damals diese Überwachungsstation leitete, haben wir es zu verdanken, dass damals nicht das gesamte Raketenarsenal der UdSSR losgeschickt wurde, mit der entsprechenden Antwort von amerikanischer Seite. Dass Menschen in solchen Situationen so handeln wie Oberst Petrov, das ist auch ein Grund zur Hoffnung. Und wenn wir den Blick in Tagen wie diesen auf alles richten, was uns Hoffnung gibt, ohne dabei zu verdrängen, dass wir es mit einer sehr herausfordernden Situation zu tun haben, dann ist das sicher ein guter Weg. Und dennoch, es kommen Unsicherheiten, es kommen Ängste. Was können wir tun? Es fängt damit an, dem Leben Struktur zu geben. Auch dann, wenn wir nicht zur Arbeit, nicht zur Schule gehen. Auch dann, wenn wir auf Besuche verzichten müssen, die sonst so wertvoll für uns sind. Auch dann, wenn unser Alltag vieles nicht mehr hat, was er vor 4 Wochen noch hatte. Dem Alltag einen Rhythmus geben. Angefangen bei regelmäßigen Mahlzeiten. Bei regelmäßigen Telefonaten mit Menschen, die uns wichtig sind. Und darüber hinaus zu überlegen, da ist vielleicht dieses Projekt, das ich schon längst einmal angehen wollte, im Haus oder im Garten. Da gibt es jenen Menschen, mit dem ich etwas Wichtiges zu besprechen hätte. Da gibt es Bücher, die ich lesen könnte. Ja, und apropos Bücher. Informationen
gerade über die aktuellen Dinge lesen. Nicht mit Bildern die Dinge auf mich hereinfluten lassen, sodass sie meine Gefühle völlig durcheinander bringen, sondern auf der Distanz bleiben, lesen, entweder gedruckt oder auf dem Bildschirm. Aber lesen mit Buchstaben, vielleicht auch nüchterne Radiobeiträge hören. Bitte bleiben Sie draußen aus allem, was nur tief hineingeht und emotionalisiert. Und bitte machen Sie einen weiten Bogen um alles, was nur in blinder Panik oder aus billigem politischen Kalkül heraus mit Verschwörungstheorien und irgendwelchen wilden Gedanken daherkommt. So suchen wir der Stadt Bestes und können dazu beitragen, dass es Hoffnung gibt. Hoffnung in dieser Welt. Das ist die eine Leitplanke unseres Weges, unseres gemeinsamen Weges. Wir dürfen aber auch immer dieses Wort ganz bewusst wahrnehmen, dass es der Hebräerbrief mitgibt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Die zukünftige Stadt, das Dasein bei Gott, der all unsere Tränen und Sorgen abwischen wird, mit dem wir Gemeinschaft haben dürfen. Dieser Gedanke kann uns frei machen davon, dass wir jetzt wie in einem Tunnel nur auf ein Thema starren und letztlich um uns selber kreisen. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Das kann uns hinausführen aus dem Tunnelblick. Denn der aktive Einsatz und die Stille, das Zuhörende, das Ehrfürchtige des Gebets, sie gehören zusammen. So kann genau das entstehen, was die Wege Hoffnung und Realitätssinn zusammenführt. Dietrich Bonhoeffer hat das mit eindrucksvollen Worten beschrieben. Es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die es für unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzubereiten. Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation oder frommer Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau, für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht. Dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht. Die Arbeit für eine bessere Welt kann im Kleinen anfangen. Mit einem Telefonat, mit guten Worten, mit einem Einkauf. Auch damit, dass wir einander vergeben, einander annehmen, füreinander da sind. Und sie reicht bis hin zu jenen, die zu jeder Zeit, gerade aber auch jetzt, bis an die Grenzen der Erschöpfung gehen, um für andere zu sorgen. Bis an die Grenzen der Erschöpfung zu gehen, kann manchmal hilfreich sein. Und dennoch, bitte achten Sie auf Ihre Grenzen. Wir alle sind letztlich immer wieder darauf gestoßen, dass wir Grenzen haben. Letztlich auch die Grenzen in dieser Welt. So kommen wir sozusagen zur anderen Leitplanke dieses Weges aus Hoffnung und Realismus. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Das weist auf einen Weg, der weiter reicht als die Nöte in unserem Alltag. Und so dürfen wir unsere Sorgen abgeben. Wir sind dazu eingeladen. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so einfach ist. Aber wir dürfen es. Wir dürfen unseren Blick woanders hinrichten. Noch einmal möchte ich Worte von Dietrich Bonhoeffer aufgreifen. Die Güter
spiegeln dem menschlichen Herzen vor, ihm Sicherheit und Sorglosigkeit zu geben. Aber in Wahrheit verursachen sie gerade erst die Sorge. Wir wollen unser Leben durch die Güter sichern. Wir wollen durch Sorge sorglos werden. Aber in Wahrheit erweist sich das Gegenteil. Die Fesseln, die uns an die Güter binden, die Güter festhalten, sind selbst Sorgen. Der Missbrauch der Güter besteht darin, dass wir sie zur Sicherung für den nächsten Tag gebrauchen. Wer das Morgen ganz in die Hand Gottes legt und heute ganz empfängt, was er zum Leben braucht, der allein ist wahrhaft gesichert. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.